Mahlzeit und herzlich willkommen vor diesen lodernden Flammen. Das hier ist mega der geheime Turm, wo man eigentlich gar nicht reinkommt, aber ich bin doch reingekommen durch einen sehr, sehr geheimen Geheimgang. Mehr dazu in der vorherigen Folge. Und jemand hat auch geschrieben, und das könnte sein, dass das dieser komische Turm am Anfang neben dem Oblivion-Tor ist, wo ich eigentlich nicht reinkam. Was keinen Eingang gab, aber jetzt soll es vielleicht doch einen Eingang geben. Und mir wurde auch geschrieben, ich soll mal die Waffen meiner Gegner besser anschauen, weil die teilweise einfach besser sind als meine. Ja, macht mehr Schaden, in der Tat richtig, aber mal schauen, was das von der Art von Waffe ist. Wenn es eine Zweihandwaffe ist, Klinge einhändig. Okay, besser, das ist die bessere Wahl, kann ich nicht leugnen. Dann versuche ich mal noch ein bisschen Platz im Inventar zu schaffen. Die Dietriche könnte ich theoretisch auch mal okay, die wiegen zwar nichts, aber ich kann es trotzdem mal verkaufen, weil ich die ja nicht mehr brauche. So, alles schön. Oh, geil! Nach langen Tage und Nächte am Amboss haben eure Haut gegerbt. Doch, das steht tatsächlich. Ich dachte gleich, ich hätte einen Fehler gemacht, aber steht. Nee, es steht nicht. Die langen. Wäre auch zu lustig gewesen. Die langen Tage und Nächte am Amboss haben eure Haut gegerbt und eure Arme gestärkt. Ihr seid nun Waffenschmied-Lehrling. Mit Reparaturhämmern könnt ihr nun normale Waffen und Rüstung vollständig ausbessern. An manche Gegenstände dürft ihr euch aber noch nicht wagen. Okay. Jo, Alter, meine Rüstung ist ja sowas von kaputt. Da wird es ja mal höchste Zeit, dass ich hier ein paar Reparaturhämmer verbrate. Soll ich jetzt wirklich... Boah. Nicht schlecht. Schaden 8. Katana war halt schon irgendwie cool, ne? Boah, das Ding sieht krass aus. Katana war cool. Wiegt halt, vor allem das Ding wiegt halt 48. Wisst ihr, ich meine, ist es 3 Schaden mehr wert? Ist es ein Schaden, ne, ein Schadenpunkt mehr wert? Ist es mir nicht wert, dass ich 28 mehr Gewichtseinheiten voll mache? Nein, sorry. Okay, dann will ich mal schauen, wo es hier weiter hochgeht. Wahrscheinlich mal hier. Aha, Knochenmehl, nicht schlecht. So, zum Glück habe ich den Schlüssel. Schön schleichenderweise. Außerdem soll ja bald eine andere krasse Waffe kommen. Auf die verlasse ich mich jetzt mal. Und ich freue mich schon aufs Level Up, was bald kommen wird, wenn ich pennen werde. Aha. Oh ja. Okay, ganz nett hier, aber okay, hier geht's weiter hoch. Die andere Hälfte könnte ich jetzt auch noch erkunden, aber es ist wahrscheinlich die gleiche Geschichte. Aha, aha. Ja, da wäre ich dann von da angekommen. Kann ich auch einmal noch kurz absprinten, mal gucken, ob da irgendjemand ist. Man weiß es ja nicht. Es war nämlich auch immer ein Schläfertempel, wo es links und rechts hochging. Oder direkt auf Irdorat auch. Okay, ne, komm. Zeitverschwendung. Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Aber ist Zeit ja eine Ressource. So. Hier bediene ich mich auch noch, sodass, falls ich dann Schaden nehme, sich das gleich schneller wieder auffüllt. So, hier ist aber bestimmt irgendjemand, oder? Irgendjemand Fieses. Boah, das ist echt mega die Sith-Architektur hier. Aber es hat was. Die Hallen des Bösen. Es ist schwer, ihrer Verlockung zu widerstehen. Zu widerstehen der Macht. Okay, okay, okay. Teleporter. Ah, ja. Auch noch keine
Feinde hier. Alles klar, Feuerschaden macht dieser Bogen sogar. Wow! Und macht Schaden 13. Geil, Mann. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich glaube, das ist schon die krasse Waffe. Ich habe das Video nicht bis zu der Stelle geschaut, wo gelüftet wird, was die krasse Waffe ist. Aber ich glaube, das ist mega geil. Jetzt habe ich einen neuen Bogen. Vielen Dank. Vor allem für mich als Bogenschütze ist das natürlich auch besonders wichtig. Hier, Herz des Hasses. Stumpfe Waffe einhändig. Schaden 3. Aber mega viel wert. Aber jetzt bin ich halt wieder überladen. Wir müssen das von dem Gold abwerfen. Könnte ich nur einen Federtrank brauen, aber ich glaube, ich habe keine. Erstmal mal ein paar Heiltränke. Boah, dass wir mal die Fliegenpilze ausgehen, hätte ich auch nicht gedacht. Lebensenergie wiederherstellen, habe ich gerade nichts anderes für. Na gut. Dann entfernen wir das mal. Heilige Lotus, sonst noch irgendwas, was Feder? Nein. Ja, warte, habe ich nicht irgendeinen anderen Tant, den ich vielleicht noch rausschmeißen kann? Ja, schon. Das ist halt hier, das macht Feuerschaden, das Ding, ne? Elfenbogen, was? Nein. Aber ich habe den noch gar nicht an, den anderen. Jetzt habe ich ihn an. Ah, ja. Okay. Entzug, Schnelligkeit und Feuerschaden, ne? Krass. Ladung, noch voll aufgeladen und ich muss, Benutzung 36, ich muss quasi die Seelensteine, glaube ich, verwenden, um das wieder aufzuladen, richtig? Ich könnte jetzt meinen Katana rauswerfen. Vom Wert her einfach, versteht ihr? Habe ich nicht noch irgendwas anderes, was das Inventar zumüllt? Ich meine, die Dietriche wiegen ja nichts. Aber irgendein Knochen oder so. Niederer Seelenstein. Ist leer. Ihr könnt nur Seelenstein mit einer Seele daran benutzen. Gewöhnlicher. Okay, aber da gibt es einfach noch nichts, was ich. Dietriche, ja. Es wäre natürlich sehr. Also ist der Bogen gemeint oder ist der. Ich glaube, ich schmeiß lieber mal das Katana raus. Also eins kann ich schnell zurückorganisieren. Klar, bin ich jetzt ein bisschen am Arsch, wenn ich in Nahkampf komme. Aber ich mache das trotzdem mal. Notfalls kann ich ja die hier verwenden. Da kann ich genauso gut auch gleich die hier. Weil die hier verwende ich dann zur Not. Aber jetzt setzen wir mal den Stab hier auf die 1. Und wie zauber ich damit? Mit C. Nee. Okay, dann muss ich halt einfach zuschlagen damit. Also wahrscheinlich der geringe Schlagschaden wird wahrscheinlich dadurch ausgeglichen, dass ich damit einfach krassen Magieschaden mache. Nehme ich mal an. Okay, dann mache ich jetzt mich mal wieder. Ich bin langsamer, oder? Bin ich nicht jetzt gerade schneller, wo ich den Bogen gezogen habe? Kann auch sein, dass ich mir nur einbilde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Kolben mich langsamer macht. Gut, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall fröhlich, dass ich diese krassen Sachen gefunden habe. Vielen Dank für den Tipp. Und jetzt gehe ich wirklich mal in den großen Turm, wo es beim letzten Mal so ein Struggle gab, mich an den Viechern vorbeizuschleichen. Und jetzt hoffe ich, dass ich die in der Lage sind, mehr Platz zu machen. Ich könnte natürlich, um aufzuleveln, jetzt erstmal noch aus dem Wobei, das ist keine schlechte Idee. Ich bin. Oh, Alter, die Grafik sieht hier auf einmal mega krass aus. Durch die Beleuchtung und blau-orange und so weiter. Ich komme jetzt eigentlich direkt beim Oblivion-Tor erstmal wieder raus.
Da könnte ich kurz Oblivion verlassen und kurz in der Taverne mir ein Level Up gönnen. Ja, das mache ich einfach. Ich mach's einfach, so wie ich das neulich schon mal gemacht habe. Wer will mich aufhalten, hä? Seltene Zutaten, ja, so ist es. Haben wir es gerade nochmal gelesen. So, schwupps, ab da hoch. Hey. Also dieser Trip hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Jetzt auf einmal so war das gar nicht die eigentlich krasse Waffe und die befindet sich nochmal woanders. Wer weiß. So war, also in dem Sinne, dass ich nicht gründlich genug geschaut habe, verstehe. Wer weiß. Wow. Wow. Der ist mal schön durch die Kürbissuppe gelatscht. Eine solche habe ich mir gestern auch gekocht. Hokkaido-Kürbis finde ich den besten Kürbis. Müsste gar nicht pürieren, könnte einfach einen Würfel schneiden und dann könnte das so eintopfmäßig kochen oder mit Reis essen. Weil der hat eine gewisse Konsistenz, so eine mehlige Konsistenz. Die Würfel lösen sich so leicht auf, bleiben aber auch noch ein bisschen erhalten und schmeckt sehr, sehr lecker. So, irgendwie was Kartoffelähnliches sogar schon. Okay, wo gehen wir denn hier am besten rüber? Hier. Ja, zack, da nicht mal berührt die Suppe. Ja, geil, Mann, also sehr vorteilhaft. War das der Turm, in dem ich hier drin war? Also der schon sehr krumm. So krumm war ja eigentlich die Landschaft, wo ich da gerade drin war, nicht. Aber es kann trotzdem sein. Meinte ich, sollte, wenn ich den Bogen verwende, dann auch die krassen Pfeile verwenden? Seelenfalle. Bedeutet, dass ich damit Seelensteine auffüllen kann? Oder was bedeutet das, wenn Seelenfalle? Was macht Seelenfalle? Kann ich mir auch gerne schreiben, wenn du wollt. So. Und das Oblivion-Handbuch zu lesen, was bei Steam dabei sein soll, wurde mir auch mal ans Herz gelegt. Vielen Dank dafür. So, boah, auch schön mal wieder aus Oblivion raus sein. Aber wir sind noch nicht durch mit diesem Oblivion-Tor. Es gab bisher kein anderes Oblivion-Tor, an dem ich mich so lange aufgehalten habe wie an diesem. Aber gehört halt dazu. Ja? So, das heißt, ja, ab zur Herberge. Direkt, schnurstracks. Ich schaue jetzt mal, wie krass diese Wie schön, euch zu sehen. Nahkampfwaffe ist. Wenn die Hallo, nicht so krass was ist, gibt's Neues? dann gehe ich, Bolivia ist ein Land mit felsigen Wüsten und dann gehe ich einfach in. Ich verstehe. Nachrichten aus Geil, dem Mann, Land was gibt's gibt's? Neues? Dann erzählt Ich er möchte dem, nicht darüber dieses Land sprechen. hat eine geile Ist Wüste mir und ein so, dann sagt Vergnügen, er, fahrt fort. verstehe. So, Bett. Ja, es ist ein Bett. Hier 10 Gulden. Alles Seht euch vor. klar. Boah, hier war damals der Bursche von der dunklen Bruderschaft, wisst ihr? Okay, Schnelligkeit könnte ich diesmal einen besonderen Bonus absahen. Ja, verlockend schon. Euer Ausdauer mit Schaden. Willenskraft ist auch geil, aber ne. So vom Wort her einfach, meine ich. Konstitution. Also, Geschicklichkeit nehme ich ja immer mit. Stärke finde ich gerade auch verlockend. Aber Schnelligkeit lockt mich gerade auch. Da ich jetzt schlechtere Waffe habe, entweder Stärke oder Konstitution. Ja, nehmen wir nochmal Konstitution, mehr Leben. Wenn ich schon nicht mehr Schaden mache, dann will ich wenigstens mehr Schaden einstecken können. Habe ich irgendwelche krassen Sachen, die ich verkaufe? Ne, eben nicht. Das will ich ja jetzt mal noch behalten und ausprobieren. Einzige Sache, die ich machen könnte aus Jux und Tollerei, das jetzt verkaufen und dann in den Turm wieder zurückkehren und meine Katana zurückholen. Aber das würde ich ja dann machen, ohne das Ding je ausprobiert zu haben. Und das will ich auch nicht tun. Ich will es erstmal testen. Dieses ganze Verzauber von Items und so, das habe ich auch noch gar nicht gecheckt. Habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Boah, meinte ich, schaff's von hier oben aus dem Sprung hinaus, das anzuvisieren und dann, wupp, jawoll. Sehr gut. Plumps.
Kein Fallschaden, nix. Nix gibt's. Gut, und dann da rein und dann über die Brücke. Mal schauen, ob das klappt. Ah, hier schon wieder Saurons Auge. Okay. Ja, sehr gut, da rein. Und das ist mein Zugang. Komm. Jetzt komm schon, Hackfahrer. Sehr schön, der Aufzug senkt sich. Und ich spring drauf und ab geht die Reise nach oben. Wow, wow. Ich habe eine Brücke gesehen, also müsste eigentlich auch irgendwo eine rüberführen, ne? Irgendwo muss ein Tor sein. Ich hoffe's. Ja, ja, da, gut. Gut. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Ach, mit Heiltränken und so weiter hätte ich mich eintragen. Wobei, ich habe jetzt gerade mit den der drei Herzen nochmal welche gebraut. Also hoffe ich einfach mal, dass alles glatt geht. Gold, das ist schon mal meins. Ödnis, nö, damit bin ich durch. Aha, schwacher Trank, Magie wiederherstellen und Bannungstrank. Bannung auf sich selbst, warum sollte ich mich selbst bannen? Was bringt denn das? Ich weiß es nicht, ich hab's. Ödnis, überall nur Ödnis, was soll das? Ein Stockwerk weiter hoch. Ich will aufsteigen, die Karriereleiter emporklettern. Tja, so ein Witz sein. Geht's denn hier rauf, Mann? Geht überhaupt nicht rauf. Überall nur Ödnis, nein. Boah, ich bin gleich wieder voll im Inventar. Hä? Na toll. Na Mann, und jetzt? Mann. Okay, dann versuche ich mal durch einen Sprung auf niedrige Ebene. Ich versuche es einfach mal. Ich kenne so Leute, so, oh Mann. So, steht er. Zack. Tja, mitdenke, koste senke. Hier, Ödnis. Herzreißen, hier wollte ich hin. Und dann komme ich wahrscheinlich jetzt gleich ein Level über das Level, wo ich gerade war. Immer noch, ja gut, dann kann ich ja selber warten. Schatz, ich kann nicht mehr warten. Kennt ihr das noch? La 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 la. La 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 la. So, hier irgendwas. Also klar, hier war ich auch schon. Das ist mir egal, Mann. Die fallen hier. Ich renne einfach durch. Haha. Boah, ach, das war diese krasse Stelle. Ja, ich erinnere mich total. Da hilft natürlich nur erstmal noch mal eine Runde. Warten, bitte komm zu mir. Und jetzt erstmal eine Runde schleichen. Da lang oder? Läuft wahrscheinlich auch selber hinaus. Aha, da war ich wohl auch schon. Okay. Portale der Naturkatastrophe. Boah. Ich war ja im Prinzip schon fast ganz oben, ne? Nur eine so eine Ebene. Korridore der dunklen Erlösung. Ich brech ab bei den Namen. Nur eine so eine Ebene hatte ich noch nicht gesäubert. So eine Zwischenebene. Kein. Weißt du gar nicht, wie ich da hinkam. Und die hat mich ewig lange aufgehalten beim letzten Mal. Ich glaube, ich schnibbel die Folge auf YouTube ein bisschen zurecht im Editor, dass es erträglicher wird anzusehen, dass mir Watchtime nicht in den Keller geht. Also wenn du das hier siehst, könnte es gut sein, dass die vorherige Folge schon ein bisschen gekürzt ist. Vielleicht hast du die vorherige Folge auch erst gesehen, dass sie schon gekürzt war. Hast dich gefragt, hä, warum fehlt da was? Jetzt hier, was du jetzt gerade siehst, ist quasi die Erklärung dafür, dass in der vorherigen Folge vielleicht für dein Gefühl ein bisschen was fehlt. Falls das so ist, vielleicht wird es aber auch nicht so sein. Ich kann es dir versprechen. Wenn da was fehlt, dann eben, weil es einfach zu unerträglich war anzusehen, meiner Meinung nach. Langweilig auch, ja. Und auch halt einfach deswegen, weil ich tausendmal denselben Fehler mache. Was ich dann im Nachhinein schon auch immer sehe, aber da habe ich mir beim letzten Mal schon dran gedacht. So, jetzt hier. Gut. Lecker.
Warum ist ein Seelen... Also halt, ich weiß gar nicht mehr, kein Seelenstein, sondern ihr wisst, was ich meine. So ein ganz besonderes Ding. Und natürlich bestimmt wieder irgendwelche fiesen Magier. Hallo? Hallo? Warte mal. Kann nichts erkennen. Bisher sehe ich vom Feind keine Spur. Aber es ist bestimmt Tücke. Es ist nur eine weitere Tücke des Feindes. Wir müssen auf der Hut sein. Der Feind hat viele Gesichter. Vögel, Tiere. So, so geil Gandalf so. Der Feind hat viel Speer. Vögel, Tiere. Wow, Alter, das geht ja mega ab. Und jetzt mal den Nahkampfkolben noch ausprobieren, wie der abgeht. Bin sehr gespannt. Ja, okay, geil. Bisher macht Bock. Hey, ja, aber natürlich nicht, wenn sie wegrennen, gell? Da auf Maul. Dann auch mal. Schleichangriff ist natürlich schon geiler. Ich glaube, die Diener, die ignoriere ich jetzt mal komplett. Warte, hier stehen doch auch überall die Brunnen rum, wo ich mich bedienen kann. Das macht es ja auch noch besser. Erinnert mich teilweise immer wieder an Herr der Ringe, die Mucke. Wurde vielleicht auch davon inspiriert, bedenkt man, dass die Herr der Ringe-Filme 3 Jahre vorher rauskamen, zumindest der letzte. Alles, was danach so kam, wurde hart von denen inspiriert. Und jetzt probiere ich mal, was mit diesen Pfeilen noch krasseres passiert, abgesehen davon, dass sie auch schon einfach mehr Schaden machen. Boah. Seelenabsorption. Haha. Kein Seelenschein ist groß genug, diese Seele einzufangen. Dann war das ist wahrscheinlich eine Verschwendung. Nehme ich mal an. Dann werde ich diese Pfeile noch aufsparen. Wenn ich mal Seelensteine habe, die krass genug sind. Schreibt mir mal, ob das Sinn macht oder ob das Unsinn ist. Tja, dieser kleine Zwerg da mit seinen Feuerbällen. Der meint, der könnte mir auf den Sack gehen, aber ich beachte den gar nicht. Haha, schau mal, jetzt ist er nämlich von allein. So, hier Schaden 8 jetzt halt. Ja. Ja, ich weiß, was ihr schreiben werdet. Schau mal auf den Schaden deiner. Boah, 10. Verlockend. Ich weiß nur nicht, wie ich den ganzen Kram tragen soll. Der ist eine Menge wert. Vor allem neulich hatte ich noch mega viel Platz im Inventar und dann auf einmal nicht mehr. Ja, ich habe halt auch eine Menge neuer Sachen jetzt. Ach, meinen alten Bogen kann ich natürlich noch. Um manche Gegenstände muss mindestens Waffengeselle sein. Ah, ja. Okay. Dann schmeiße ich aber erstmal jetzt meinen Elfenbogen raus. 16 wiegt der auch immerhin. Ne? Dann, den kann ich mir erlauben mitzunehmen, aber dann schaue ich mal, ob die anderen noch krassere Sachen haben. Dann muss ich abwägen. Ring der Stahlhand. 4000 wert. Wow. Tja, hätte ich jetzt mal... Moment, Stärke. Habe ich nicht Stärke geskillt? Ich bekloppt, dann müsst ihr eigentlich mehr tragen. Wie viel ihr tragen könnt, habe ich doch geskillt. Müsste ich doch eigentlich mehr tragen können. Ich verstehe es nicht. Ich hatte doch vorhin Maximalkapazität von 210 und jetzt immer noch Maximalkapazität von 210. Nach dem Skillen verstehe ich nicht. Was habe ich übersehen? Vielleicht bilde ich mir auch was ein. Vielleicht hatte ich gar nicht 210 vorhin, sondern nur 200 oder so. Aber ich dachte, dass dem so gewesen sei. Hier gibt es auch noch lecker. Boah, Stab des Öffne. Hier ist eine Menge wertvoller Kram. Größerer Seelenstein. Sehr gut. Ich will dich haben. Naja. Hier, jetzt kriege ich doch mal hoffentlich noch ein bisschen Platz. Genesungstrank. Lecker. Schade.
La 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 la. Nein! No, ich habe sie aus Versehen gegessen. F9 wollte ich nicht, man versehen, also darf ich auch neu laden. Ja, hier natürlich die ganzen Sachen wieder. La 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 la. La, pf, nee. Schaden 2, ha? Ha? Hör jetzt auf einmal andere. Andere Sachen. Er hat sich die Sache ja von selber. Oder auch nicht. Ich glaube, ich verwechsel gerade irgendwas. Bergamotte, Bannung, Krankheit. Keine Ahnung. Was kann ich denn damit? Lähmen. Schadenmagie, ja. Machen wir hier ein paar. Schadennehmensenergie, ja, ja gut, Schadenmagie, egal. Hauptsache jetzt mal ein bisschen Platz freibrauen. Ich glaube, das, wo ich gerade, was mich gerade hat umdisponieren lassen wollen, war ja, der ist noch da, statt des Öffnens. Öffnet durchschnittliches Schloss auf Ziel. Verlockend. Aber ich habe, glaube ich, auch schon einen Zauber, der das kann. Ich muss mal. Ich brauche jetzt mal ganz viel. Und, oh, süß, ein Eichhörnchen rennt gerade von meinem Fenster rum. Hallo, na? Ja, fein. So, Feuerschaden. Habe ich irgendwas anderes als Feuerschaden? Feder, ah, ne, das ist Feder. Ja, eben, das ist der Punkt. Frost widerstehen, ne. Scheiße, verwende ich doch niemals. Glutterstern wäre ich sowieso für Feder. Hier, Ausdauer, dies, das. Mann, oh Mann, Mann, Magie widerstehen, Schild, Schaden, Charisma, Feuersalze, eigentlich ein bisschen schade, was Feuerschaden macht, so, ja, versteht ihr? Aber ich habe ja noch 7 Stück, habe ich ja noch übrig, Hauptsache jetzt mal Platz im Inventar. Naja. Ah, Blutgras habe ich komplett übersehen. Chamäleon. Puh, ich habe nur eins, was dazu passt. Na gut. Und wie viel Platz habe ich? Ja, wie viel? Na, 208. Was? Oha. Was soll ich denn davon halten? Soll ich etwa Tränke und sowas rausschmeißen? Na, nein. Wohl kaum. Ich probiere nochmal. Leer. Wir können nur Sinnsteine mit einer Seele darin nutzen. Stufe nieder. Ah, hier kann ich quasi, das füllt es quasi wieder auf. Sehe ich das richtig? Naja, das hat mir jetzt aber auch nicht so viel Platz gebracht. Was kann ich noch mit Goldnuggets und solchen Steinen machen? Aber die wiegen ja kaum was. Naja, ich... Oder ich lasse das einfach hier liegen. Halt, habe ich nicht noch irgendeine Waffe, die ich nicht mehr verwende? Die was wiegt, meine ich natürlich. Stab des Ruins. Wert 431. Wert 504. Tja, da muss ich wohl den rausschmeißen. Und stattdessen den krasseren nehmen. Aber ich kann nicht glauben, dass es nicht einfach noch irgendeinen anderen Kram gibt. Anfällig die ganzen Spruchrollen, die kann ich auch verkaufen. Naja. Bärenpelz kann ich locker verkaufen, Mann. Ah. Na, okay, komm. Bevor ich jetzt Jahrzehnte rumgrübel, schmeiße ich den raus. Und nehme den mit. Ob es jetzt richtig oder falsch war, nicht so schlimm. Hauptsache, es wird überhaupt mal eine Entscheidung getroffen, weil dieses ewige Rumgezweifel, das ist das Schlimmste. Das ist tausendmal schlimmer als eine falsche Entscheidung. So, Siegstein ist wiedergeboren hinzugefügt. Oha. Okay. Dies Oblivion-Tor wurde geschlossen. Geil. Nur noch Ruinen sind davon übrig. Das freut mich, aber aus diesem Trip nehme ich auch einen Vorteil für mich mit, und zwar die krassen Sachen, die ich hier gefunden habe.
Feinde in der Nähe, wo? Boah, ist so schön, wieder über die saftigen Wiesen zu laufen. Ich brauche unbedingt mal wieder ein paar Fliegenpilze für Heiltränke. Okay. Ob ich die finde oder nicht, das seht ihr aber beim nächsten Mal. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.